Hallo und willkommen zu einem kleinen kurzen Projekt oder einer kleinen Runde Blacklight Retribution oder wie sich das ausgesprochen wird. Ja, das war eine wunderbare Grammatik. Nein. Okay, wir spielen auf jeden Fall hier mal eine Runde. Ich wollte mal einen Shooter spielen und hoffe, dass ich hier eine gute Gruppe erwischt habe. Gerade eben hatte ich ein weniger erfreuliches Match und oh, Capture perfekt. Ah, natürlich. Komm, lauf dran vorbei. Hinten war doch jemand. Wir wollen hier jemanden erwischen. Natürlich ist hier niemand. Ich kenne die Map auch gar nicht. Ich kenne eigentlich fast keine Map von diesem Spiel. Von daher laufen wir einfach drauf los und hoffen, irgendwo jemanden. Wow, 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 wow. Was zum Teufel? Das war mein eigener. Schreck mich da nicht so. Das ist ein unser eigener Mensch. Doch noch nicht unsere gewesen. Sah aber komisch aus. Naja. Bam! Wow! Läuft definitiv besser. Ich hätte schon. Boah, erschreck mich nicht so. Wenn ich jetzt schon zwei Kills habe, dann läuft das schon mal wunderbar. Ah, oh, da kenne ich die Map doch schon. Ein bisschen zumindest. Die Straße hier kenne ich. Boah. Okay. Das war gerade ein bisschen komisch. Ich höre geschossen. Mensch, ich komme nicht am Gitter vorbei, ey. Wir laufen mal hier unten durch die Röhre. Vielleicht finden wir ja hier jemanden. Und ich hab's nicht geglaubt, aber es ist wirklich schwierig, Shooter zu let's playen. Also, sich drauf zu konzentrieren, jemanden zu töten und nebenbei noch zu reden. Es ist wahnsinnig. Ich hab die Flagge und. Wo ist eigentlich unser Punktdach da drüben? Okay. Oh Gott, das war gut gezielt. Okay, jetzt möchte ich bitte mit der Flagge zu unserem Punkt. Und so wie ich mich kenne, werde ich auf dem Weg dahin sterben. Ah, stopp doch! Boah, das läuft gerade richtig gut. Ich bin ja so erstaunt darüber. Wo muss ich überhaupt hin? Ach, da drüben. Das sind meine eigenen Leute. Okay, das sieht beinahe gut aus. Ich mache drei Kreuze, wenn ich am unseren Punkt ankomme. Nein! Oh nein! Da drüben war er doch schon fast da. Leute, hebt es auf, hebt es auf. Schieß sie tot. Hebt. Nein, jetzt haben wir die Flagge wieder. Oh. Ja, man kann nichts alles haben. Immerhin sind wir Platz 3. Mit 4-1. Es sieht schon mal nicht schlecht aus. Da vorne ist jemand. Oh, gerade nachgeladen. Na, das war dumm. Nachladen und auf den Gegner zu rennen. Hm. Was war daran wohl der Fehler? Ich hätte vielleicht stehen bleiben sollen. Okay, ich bin hier vorne und da drüben bin ich doch vor uns gestorben. Boah, leck. Boah, da ist ein Gegner. Oh Gott. Da oben ist meiner. Okay. Jetzt sind noch zwei von meinen eigenen Leuten. Und mal sehen, ob wir eine positive KD behalten können. Oder ob ich hier noch öfters sterben werde. Was ich eigentlich glaube. Boah, jetzt wird schon geschossen. Von wo? Da oben. Okay. Hat aber ein Kamerade von uns erledigt. Okay, rennen wir mal hier runter. Gucken, was hier unten los ist. Da steht schon mal jemand und ich habe den nicht getroffen. Oder zumindest kaum. Ist ja nicht zu fassen. Okay, aber wie gesagt, ich bin halt kein Experte in Shootern. Ich bin zwar nicht jetzt wirklich ein Noob, aber. Der Pro bin ich alle. Mann! Oh. Ja. Da sage ich nicht nein, wenn mir sowas hingestellt wird. Yay! Okay. Da dankt die Firma. Weil wir haben jetzt hier den Überwagen gerade bekommen. Jetzt können wir eigentlich so alles wegbolzen. Wir müssen es bloß vor die Flinte bekommen. Zeig dich. Hä, von wo? Wo bist du?
War es nicht von hier hinten? Oh, das Ding ist so lahm. Ich sehe nicht, wie ich beschossen werde. Ja, sag mal. Es stirbt schon. Das Ding dreht sich auch so elendig langsam. Ja, steigen wir lieber mal aus, bevor wir hier noch gegrillt werden mit dem Dinge. Oh, der hätten wir den schon mal. Hätten wir den auch noch. Wenn ich ganz gut bin, kriege ich dann hinten ebenfalls. Ein Traum ist das hier. Was los? Oh Gott, der hat mich erwischt. Oh, unser Flaggenträger schafft das? Hat das schon geschafft? Ich weiß es gerade gar nicht, aber es steht zur Zeit unentschieden. Und ich. Wir haben Platz 3 mit 8-4. Hm, sieht nicht, gar nicht mal so schlecht aus. Die andere Runde lief mit 6-10 wesentlich schlechter. Aber naja. Hier ist auch Capture the Flag und ich Team Deathmatch. Oh, das sind zwei und ich sollte mal respawn. Damit ich dem Team ein bisschen helfen kann. Ich höre Schüsse. Den Gegner, den ich nicht treffe, richtig. Wenigstens habe ich ihn noch mitgenommen. Und der mich ja bestanden. Ah, da muss er nachladen. Der Arme. Gut. 12-9, unser Bestzeit 11-7 ist gar nicht mal so schlecht. Besser als ich auf jeden Fall. Na gut. Boah, oh. Von wo wurde der jetzt abgeknallt? Gegner? Hallo? Ich höre überall Schüsse, aber ich sehe nichts. Das ist Wahnsinn. Hallöchen. Okay, unser Team. Hier ist nix, da ist nix. Der Schlüssel. Links, rechts. Lass ich. Nein, das ist jetzt nicht wahr, das träume ich nur. Boah, da war ein Deck. Boah, Gott. Ich weiß nicht, ob man das im Video sehen kann, aber ich habe gerade ein kurzes Standbild gehabt. Oder es liegt einfach nur daran, dass die Fraps-Aufnahme gerade meinen Part gemacht hat. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hatte ich gerade... Oh, oh, nein, nein. Den will ich gar nicht erst so wirklich begegnen. What the... Oh, ho, ho, ho. Hallo? Ah. Okay. Gehen wir mal ein bisschen in Deckung und hoffen, dass uns niemand gesehen hat. Ich weiß gar nicht, ob ich da überhaupt zu dem Roboter hin will. Ich glaube nicht. Ich muss ja mein Team dahingehend ein bisschen helfen. Okay, wir haben verloren. Schade eigentlich. Und ich bin echt noch so weit gesunken? Vor uns war ich wenigstens Vierter. Okay, ich würde sagen, dann mache ich gleich noch eine Runde in den Pan. Ich weiß nicht, ob ich das in der Extra-Part mache. Ich weiß nicht mal, wie lange diese Runde ging. Aber ich denke mal, wir machen noch eine komplette Runde. Ich meine, lief ja jetzt nicht so schlecht. Ich finde eigentlich auch, ich habe mich relativ gut geschlagen. Aber im Nachhinein so überlegt, hätte ich mir vielleicht einen eigenen Roboter noch holen können. Ich meine, genug Punkte hatte ich ja und... Das sollte ich euch vielleicht auch mal zeigen, wie man sowas macht, weil... im Spiel gibt es immer solche kleinen... ja, ich sag mal Läden, wo man sich Waffen kaufen kann für
Also man kriegt in-game dann die Währung, für jeden Kill kriegt man Punkte und wenn der Punkten kann man sich dann Waffen kaufen. Ist wahrscheinlich in anderen Spielen auch so, aber ich spiele jetzt so wenig verschiedene Shooter. Das Einzige, was ich noch spiele, ist Crysis 2, was ich anscheinend nicht let's playen werde, weil das so schon manchmal ruckt, ohne dass ich aufnehme. Und was ich vielleicht noch spielen könnte, denn Shooter, den ich auch noch habe, ist so Brick Force. Ist ja hier so der Minecraft-Shooter für Arme. Und ich glaube, da werde ich vielleicht nachher auch noch ein Part machen. Weiß ich nicht. Mal sehen, wie es läuft. Und in 3 Sekunden geht es auch hier weiter. Da können wir dann auch noch ein bisschen rumballern. Okay, dann Trends. Was? New Map. New Map, okay. Noch eine Map, die ich wahrscheinlich nicht kenne. Doch, hier glaube war ich mal. Ich glaube, ich habe auf jeder Map mal gespielt. Ich habe mich bloß nie wirklich dran erinnert. Ist immer gut, alleine loszulaufen. Ich meine, dann ist man immer der Erste, der stirbt. Das sieht aus wie der gegnerische A-Punkt. Naja, steht ja auch da. Okay. Oh, hier wird schon geschossen. Leute. Mach mich doch nicht so nervös. Wenn hier geschossen wird, würde ich es. Oh, der. Oh, Mann. Oh, Gott. Komm, gib mir doch auch was. Oh, oh. Direkt im Kreuzfeuer zu stehen ist vielleicht nicht die beste Art, in den Kampf zu gehen. Boah, da wird man auch schon beschossen und stirbt. Ja, die anderen sind eindeutig bessere Schützen. Ja. Hey, ich habe 25 Punkte. Ja! Okay, mal sehen, wie tief wir noch sinken können. Immerhin ist der Abgrund nach unten sehr groß. Und tief. Der da oben läuft und hier unten ist noch nichts, aber hier wird geschossen. So, schlechter Gegner. Da ist auch was los. Boah, der darf hier ausgehalten. Wahrscheinlich schon direkt hinter den. Den hätte ich eigentlich messern können, aber nein. Ich will messern, das ist sowieso so eine Sache für sich. In der Hoffnung, dass ich gleich sterbe. Da hinten ist jemand. Mal sehen, ob ich den erwische. Oh, komm. Ich meine, Assist dafür bekommen. Ah, den habe ich aber. What the fuck? Okay, der hat mich nicht erwartet. Und ich hatte nicht erwartet, dass der in meine Richtung zielt. Den da werde ich nicht erwischen. Der hat anscheinend einen Scharfschützen-Dings. Dies hier. Weil so wie der sich gerade hingehakt hat, sah das nicht aus, als ob er irgendwo auf was wartet. Da hinten läuft jemand. Hier unten ist jemand tot. Ich spring mal runter. Ja, kriegt natürlich Schaden. Sehen, ob ich den Typen von vorne erwische. Lauf einfach mal zum A-Punkt. Von denen. Gut. Okay. Oh Gott. Gut, dass da ein Team war. Ich hab die Flagge. Und da will ich zu diesem B-Punkt. Ich werde bestimmt gleich sterben. Ich hätte nämlich Schüsse. Nein, ich drehe mich nicht genommen. Nein, und das ist genau so gut. Einfach sich nicht verrückt machen. Keine Ahnung, wo unser B-Punkt ist, aber ich hoffe mal, er ist natürlich nicht hier. Hin kann ich immerhin lang. Hoffe, dass kein Gegner kommt. Und oh Gott. Nein, da haben sie natürlich gestanden. Aber was? Ich habe 3 Kills? Ach ja. Ach ja, ich habe vorhin 3 getötet. Ha. War ja was. Wow, da waren plötzlich 2. Ja, du hast mich gesehen. Ich sehe es.
Und dann haben wir schon 3-3. Juhu. Wie will ich sie? Boah, leck das. Wenn jemand anderes schnappt sich die Flagge und ich pass dann einfach nur auf. Okay, du räumst auf. Den habe ich anscheinend erwischt. Ich laufe einfach mal hier lang. Vielleicht. Boah. Der war nicht gerade gut. Ach, da oben. Oh. Vorsicht, Kumpel. Na, wurde erwischt? Ja. Dieser Camper. Warum mache ich das nicht? Oh, Respawn. Oh, Relive hätte ich auch machen können. Das war natürlich dann kontraproduktiv, genau, so rum. So. Danke für unsere Flagge. Haben wir erstmal unsere Flagge gerettet. Gucken, ob wir noch irgendwas anrichten können. Vielleicht den Camper erwischen, das wäre mir ganz lieb. Oho. Ja, immer einfach nur draufhalten, in 50% aller Fälle klappt das. Okay, hier vor uns unser Camper zerstört. Wie denn der Drecksack? Wenn ich jetzt noch ziehen könnte, wäre ich da drüber hoch. Oh, der ist auf den Container. Wie ist denn der da hingekommen? Gott, okay, fast ohne Zielen. Und jetzt zielt jemand auf mich. Mal sehen, ob ich ihn sehe. Anscheinend sehe ich ihn nicht. Hallöchen? Gegner! Hallo? Okay, bevor ich hier noch eine Camper-Runde anfange, nee, springe ich am besten nicht runter. Da war doch noch jemand. Wo bist du? Ich habe doch noch jemanden gesehen. Hallo? Okay, einfach zu Punkt A rennen. Flagge nehmen und. Ach, nicht mehr rennen. Achso, kann ich nicht lang. Ah, natürlich nicht gut. Komm schon, lauf, Kumpel. Lauf. Bringt die erste Flagge zu uns. Oh Gott. Gut. Haben wir den schon mal? Okay, da ist der B-Punkt. Komm schon, Kumpel. Auf hin. Du schaffst das. Du schaffst das, du schaffst das. Komm schon. Nein, ich hätte keine Muni mehr. Nein, verdammt. Oh, das ist doch. Das ist deprimierend. Ich möchte nicht wissen, wie weit ich noch entfernt war vom B-Punkt. Bestimmt nicht mehr viel. Ah, ich bin Zweiter mit 11,5. Hm, läuft gut. Und es hätte Respawn. Respawn. Uhu. Ach, hier ist mit. Okay, das sollte man sich merken. Und ich hole mir jetzt mal nichts. Ich habe jetzt keine Lust mehr, so ein Riesenvieh zu holen. Ich bin lieber agil, ein bisschen. So ein Stück weit. Finde ich immer nicht schlecht. Und was? Die haben denn. Oh, unsere Flagge. Und hat hier unsere Flagge denn dahin gebracht? Sterb. Oh nein.
Oh Gott. Gut, immerhin zwei noch erwischt. Und wir haben sogar fast den nächsten eingeholt. Komm schon, ein Kill noch. Oder? Nee, das ist sehr viel. Nee, der hat gar nicht so viele Punkte. Der hat 10 Punkte mehr. Ja, wiederbelebt mich. Oh, schöne Sache. Wiederbelebt und lebendig. Los, schnapp dir die Flagge. Braver Junge. Jetzt lauf an unseren Punkt. Damit ich dich ein bisschen supporten kann. Nein, wir haben verloren. Oh, ich bin Erster. Ich bin Erster. Ja. Leider nicht da zu sehen. Das sind nämlich nur unsere Gegner. No. Aber immerhin. Ich würde sagen, zwei Runden ist ja gar nicht so schlecht. Und so schlecht haben wir uns auch nicht geschlagen. Und ich würde sagen, das waren mal so zwei kleine Runden. Black Ride Retribution. Ich hoffe, das ist so richtig ausgesprochen. Und ja, wir sehen uns vielleicht gleich bei der nächsten Runde Brick Force. Bis dahin, macht's gut. Und wenn euch das gefallen hat, dass ich noch mehr solcher Folgen machen soll, macht einen Markig unter das Video. Ja, macht einen Markig. Like das Video und ja, dann gibt's noch mehr Parts. Bis dahin, macht's gut. Wir sehen uns.